Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Aber Tion, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Guten Tag. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl. Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl. Der Genosse General ist auch hier. Das ist ja mein Glückstag. Dann geht alles viel schneller als erwartet. Bewegung. Sieh mal, Artyom, du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wer ihn kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Guten Tag, Genosse General. Genosse Morosov, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Müller vertraut. Zusammen haben Sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Entfernungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Junger Mann. Sparen wir uns das anfängliche Abtasten einfach und kommen wir zur Sache. Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Moskwin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt! Da! Mister. Immer noch nichts! Nimm das, Miststück! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen. Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör, das Übliche. Was denn, hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein. Du kleines Stück Scheiße. Ohne Blut gibt es keine Macht. Doch, gibt es. Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie... Komm hierher zurück! Gottverdammt! Du bist ein Schwester. In Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Komm hierher zurück! Ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft.
Eine Injektion und du sagst uns alles. Das Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Korbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu. Wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Setzen Sie sich, Korbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ach, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert. Und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel. Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung! Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jetzt bin ich im echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten.
zittert. Im Handbuch steht, es ist der rote Draht. Den musst du also durchschneiden. Schneid ihn selbst, du. Ich geh um die Ecke. Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einem echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern denn deine Hände? Hände bedeutet alles. Was? Scheint so, als ob. Ja. Dafür lassen wir sie bitte. Was zum Teufel macht ihr denn da? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit! Ihr alle! Jawohl! Ihr seid frei! Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ja, ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant! Wir haben Gesellschaft! Thank you.
mit der Überprüfung der Ausrüstung. Betrocker, bist du da? Einen Moment. Was? Irgendein Geräusch? Hier, bin bereit. Dann lass mich nicht los. Der Feind ist hier! Der Feind ist hier! Alarm! Sie sind hier!
Ha ha ha!